Willkommen zurück zu Witcher 3. Ich bin's, euer Führer. Boah, ja, es gibt heute Witcher wieder. Und ich will mal eben gucken, ist das hier wieder voll? Es ist wieder da. Ich glaube, das ist das auffüllende Regal. Krass. Das Regal ist auch wieder gefüllt. Alles wieder gefüllt. Vielleicht, weil ich das verkauft habe? Oh, ich hab das. Egal, gelootet. Okay. Interessant. Ich bin gerade aufgestanden, deswegen bin ich noch ein bisschen müde. Sorry dafür. Aber egal. Ich muss witchern. Es ist wie eine Sucht. Eine goddamn Sucht. Wie viel von dir haben wir? Auch schon öfters gehabt, wahrscheinlich, oder? Nicht? Oh, okay. Ich hab echt viel übersehen gehabt schon bei jedem Mord. Oh. So, ich guck mal eben schnell so. Also, wir haben tödliche Pläne in Novigrad. Also, wir wollen ja den einen Typen dann auch sofort killen. Ansonsten haben wir noch die Hauptquest mit Priscilla. So, da haben wir drei Wochen. Da retten wir dann wahrscheinlich auch Rittersporn und so. Und der Familie Ciri. Den auch das hier abgeschlossen haben wahrscheinlich. Und dann wird es wahrscheinlich dann nach Skellige gehen. Endlich. Ausgesuchteste Frau Danians. Bitte, der Hexen und Philipp. Oh, den gibt es ja auch noch, die Quest. Okay, stimmt. Oh, stimmt, stimmt, stimmt. Hier war jetzt nichts Neues dazu, ne? Nee. Okay. Machen wir erst die oder machen wir erst die? Bin mir nicht so ganz sicher. Ja, wo ist er denn jetzt? Da. Ja, machen wir erst die, weil die ist auch wieder niedriger. Okay, gucken wir mal. 1144 Meter. Okay. Ich muss mal ein bisschen. Sorry. Sie an. Noch ein Mutant. Magier. Dann Anderlinge. Wen verbrennt? So, dann höre ich mich schon mehr. So. So, so, so. In? Oh. Oh, jetzt kann man das Portal ein, also durch die Tür gehen anscheinend. Waren ja hier schon mal gewesen wegen der Hexer-Ausrüstung. Geh sofort wieder rein! Teufelsbrot! Aber Kommandant, da drin bimmelt es von Monstern und Feinden. Alle Sünder werden okay. Wir haben die Verletzten ausgerüstet. Der Brustkorb wurde eingedrückt. Die Rippen haben sicher die Lungen durchbohrt. Das ist mir egal. Wir haben den Befehl, diese Höhle zu durchsuchen. Und das machen wir auch. An manchen Stellen ist das Fleisch bis auf die Knochen verkohlt. Wieder ein Tag im Arsch. Gibt's ein Problem? Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Geralt von Riva, Hexer. Radovid hat mich geschickt. Ach, du bist das. Wir haben dich schon erwartet. Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du denn? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Ruhm? Ich habe gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da.
Sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben's kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Ja, schauen wir mal nach. Komm, ab in das Loch. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Vielleicht kannst du mich auch mal. Was denkst du? Sollte mich eigentlich... Wir hatten ja hier... Du kennst Tag und warte mal. Auf der anderen Seite war das, ja. Der ist tot, bevor du zwei Gebete gesprochen hast. Hatten wir ja hier diese zwei fliegenden Wimmers. Wimmer gehabt? Da kommt das sogar noch einer. Einer ist aber noch hier. Zont. Wo ist der eine noch hier? Hallo? Der andere, der große High-Level ist wahrscheinlich weg, ne? So, wo bist du denn? Ein Blutmond? Na komm. Hier komm. Hier komm. Hier komm. Hit. Auch nicht. War zu hoch. Na ja, komm, bewege ich mal ein bisschen. Kleiner Würmer. So, jetzt haben wir ihn. Ja, jetzt haben wir ihn. Aha. Hä? Zeig mir, was du zu bieten hast. Ach, hätten uns das sparen können, by the way. Stimmt. Oh gut, haben wir nochmal einen Würmer getötet. Also für ein bisschen Punkte wenigstens, ich hoffe doch. Wunderschön, wunderschön. Also wir haben allerdings jetzt nur eine Schwalbe, ne? Deswegen alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Das simulieren wir mal. Mal ganz schnell, zack. So, ich bin wieder voll. Nutze. Mir reicht's mit dieser Arbeit. Da sieht man. Nicht bewaffnet, gar nichts. Ja, und hier war ja der Hexer. Oh, hier die Markierung ist. So, und hier können wir jetzt wahrscheinlich durch die Tür gehen. Es aber muss einen Mechanismus geben. Wie viele Platte haben? Hier fehlt eine Kachel. Ja. Zack. Und schon können wir hier rein. Ja, leider sind wir halt zu hoch gelevelt, deswegen kriegen wir hier kaum Erfahrungspunkte. Ein perfektes Versteck. Für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Hm. Okay. Ich stecke in Pflanzen. Hä? Was? So, ich stecke gerade hier wieder. Damn fucking. Und unsichtbarwand. Ach, ich glaube, ich weiß schon, Quest. Das ist ein komisches Labyrinth hier, ne? Portale, großartig. Mhm. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Das war ja schon irgendwo bekam. Deswegen sehr komisch, war die Aussage. Bitte mich, Geralt. Ich hasse Portale. Eine Flugfeder dreht sich in der ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Ja, die Hexe war nur schon hier. Huh. Okay. Hm. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben. Noch halt. So, hier doch gerade noch irgendwas gewesen. Achso, was soll ich ganz anzünden? Achso, oh, toll. Ich dachte, da wäre was Wichtiges. Na gut, weiter geht's. So, das ist noch ein Lecker. Zack. Ich bin in deinen Kopf. Es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Dann will ich hier so. Ich glaube, Atmos mal gegen die Dinger machen. Müsste wieder funktionieren. Ja. Geschafft. Das Portal ist aktiviert. Ja.
wir haben jetzt. Stehen bleiben! Keinen Schritt weiter! Ja, steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte, bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall! Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Enean, Margarita Laux-Antel, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Sei ein guter kleiner Jäger und gib mir den Kristall. Dann will ich mal ein guter kleiner Jäger sein. Bitte sehr. Ich bin ein guter kleiner Jäger. Ich werde hier warten. Sie werden mich schon holen. Ja, hoffentlich, ne? Das Tor ist schon wieder weg. Wie sollen die dich denn holen, wenn das Tor weg ist? Liebesbriefe. Was? Liebe Philippa. Okay. Hm, interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. Ah. Dijkstra hat wohl ein gebrochenes Herz. So, da waren wir gewesen. Na guck mal, jetzt ist es ausgegangen. Ist wahrscheinlich das gewesen, was wir da aktiviert haben. Würde ich jetzt mal behaupten. Da über uns ein Portal ist. War vielleicht das da, was wir in der Mine gesehen hatten? Wir müssen so die Steine ansetzen. Jetzt aktivieren. Ja. Zack. Das hat aber gedauert. Das macht komische Geräusche. Ach ja, was soll's. Ich lasse euch im Auskraft jetzt. Alles hier? Ja, dann ist die Hand immer ein Portal. Okay, war das, was ich gesehen hatte? Oh. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Also sie hat sich in einen Vogel verwandelt. Aber hier geht's weiter, aber hier ist auch noch was. Hm, ein Tunnel. Wo er wohl hinführt? Wo er wohl hinführt? Zum Panikspeicher. Ich hab ihn. Ja. Bisschen. Aber der eine hier kommt nicht raus. Der eine will nicht mit mir kämpfen. Warum bist du hier gewesen? Hm, komisch. Ich dachte gerade, ich hätte cool, das coolste Deck, ne. Muss einfach wegen der Story. So. Legen wir fahren ein Portal, das kommt uns noch bekannt vor. Oh, oh, oh. Okay, ich hab's im Portal schon gehört. Ne? So, was haben wir denn? Können wir hier runter? Entweder sind die Portale so laut oder ist ein riesen Golem oder wie sowas. Das klingt echt immer sehr komisch. Ich hoffe, wir kriegen keinen Soundtrack dafür. Das muss die älteste Ebene sein. Woran erinnert euch das hier?
Nur ganz, ganz vom Design her und Abschätzgrößen und so weiter. Hm. Ja, genau. Und Kera Mace, wo wir mit Kera Mace waren. Heißt also, da können wir noch ein Portal rufen, scheinbar. Halt das, wo wir mit Kera Mace waren. Heißt wilde Jagd und so. Da war auch so ein Ort, wo wir dann durch mit, wo hier dann die Eiskugeln waren, wo wir dann mit Kera Mace schon hier rum durchgelaufen sind. Anscheinend waren die Hexer ja auch so weit gewesen, ne? Hier die Leichen liegen von denen. Ja, das Portal klingt sehr komisch. Ein Impf. Den kennen wir von der Karte. Und natürlich gibt es einen Wächter. Ja. Ein Feuerwächter, der ganz schön Feuerschaden kriegt. Wenn man mein Feuer hinwegputzelt, ey. Was? Ich darf ihm nur nicht zu nahe kommen, weil sonst haben wir nicht. Zack. Ja, den nehmen wir auch noch. Okay. So. Oh, er geht einfach in Flammen auf. Meins. Was haben wir hier? Ein Little Bit Loot, okay. Ja, hier geht's auch noch hin. Scheinbar. Eine Kiste. Okay. Und noch mal ein bisschen Stuff. Sehr schön. Ja. Das können wir uns wahrscheinlich denken, warum der eine eigene Karte hat, sogar eine Monsterkarte, also hier so ein Legendary-Ding ist. Ah. Verdammt kühl. Sonst haben wir echt nichts hier? Oh, schade. Aber jetzt ist noch wenigstens, warum die alle verbrannt sind, ne? Die Kiste hatten wir schon, ne? Na gut, dann gehen wir mal dahin, wo er herkam. Sind wir gespannt? Wenn wir sie finden? Schauen wir mal. So. Bett, Tisch, Stühle. Ist zwar einfach, aber trotzdem ein Zuhause. Ziemlich schramponiert alles. Ach, Harte. Solche hat Philippa immer um den Hals getragen. Aber warum sind die hier voller Blut? Entweder hat sie gegen jemanden gekämpft, oder sie hat sie für ihre Experimente benutzt. Entweder oder. Und verschmierte chirurgische Instrumente. Das kann doch irgendwann, Philippa hat hier operiert. Können wir noch irgendwo, ja? Notizen. Fast vollständig verkohlt. Ich kann nichts erkennen. Was ist das? Was ist das? Alkohol? Anis, Samen und Birkenrinde. Sehr wirksam zum Desinfizieren. Okay. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Ein Megaskop. Versenkt und voller Ruß. Vielleicht hat es einer der Kristalle überlebt. Man nicht, oder doch da? Ein Kristall von einem Megaskop ist ziemlich angeschlagen. Aber du kannst als Portalschlüssel nehmen oder was, ne? Ah, okay. Sonst ist hier nix. Schade. Also wieder zurück. So. Denn hier anbringen. Das ist die Frage, ich muss wahrscheinlich hier durchgehen noch. Deswegen wundere ich mich gerade. Könnte ich das anbringen? Was soll ich auf den Himmel? Hä? Ist da noch einer? So, führst du hin? Eben oder was? Ja, das wird aber noch zurück. Okay, den Kristall brauchen wir einfach nur irgendwann mitnehmen. Und spazierte hin. Ah, habt ihr schon mal runter getraut?
Hast du was gefunden? Staub, Schmutz und einen Megaskopkristall. Was zum Teufel das auch sein mag. Aber er könnte wichtig sein. Gib ihn mir. Wir überbringen ihn dem König. Du scheinst dich zu vergessen. Spar dir die Befehle für deine Männer auf. Wie du willst. Schnappt ihn! Tanzen. Warum gehen die immer direkt so ab? Aua. Ach, meine Güte. Zauber! Ja, ich würde gerne erstmal hier ein bisschen weg. Aua. Machen wir es schnell? Schneller? Oder vielleicht schmerzhaft? Warum sieht das so aus, als würde ich einfach in deinem Innenmiss spawnen? Zack. So. Geil. Die läuft eigentlich ganz gut. So. Weißt du eigentlich, mit wem du es zu tun hast? Wer hat ihn umgebracht? Ups. Okay, ich habe ein bisschen gespielt, aber ich weiß, ich müssen wir echt dafür. Wir müssen es schaffen, dass 20 von unseren überkontrollierten Leuten dann die Typen killen oder was? Also das Problem ist, das werden auch die Leute, die in den feststecken, werden ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr gerettet, ne? So, da war einer. Hat einer Huha gemacht und so. Hm, komisch. Na gut, du nicht. Nein, ich schaffe bestimmt nicht nach Radowitz. Zu Radowitz, so. Also. Also stimmt, aber wir haben ja Dijkstra rausgefunden. Dijkstra will den König töten. Hm. Ich weiß nicht, ob wir. Warte, wir speichern hier mal. Einfach nur um zu gucken. Einfach nur um zu gucken. Oder wenn die einfach scheiße. Ja. Einfach nur um zu gucken, ob wir dann vielleicht die andere Mission verschandeln. Wir schauen mal. So. Aus Platz Iridania. Dies ist das Schiff seiner Majestät Radovid des Fünften, König von Redanien. Nenne dein Begehr. Ich will den König sehen. Es geht um Philippa Eilhardt. Wenn das so ist, komm mit. Aber keine plötzlichen Bewegungen. Ich hab dich im Auge. Hexer, hast du Fortschritte gemacht? Hast du Eilhardt gefunden? Oh. Es wäre denn schlau zu antworten. Da gucken wir doch nochmal einen Guide rein. Radovid. Eilhardt. So. Gucken wir nochmal, was da die gute Antwort ist. Den Kristall von Triss analysieren lassen. Können wir eigentlich nicht. Wird die in die Hütte? Nein, will ich hier nicht. Ich wollte jetzt erstens diesen. Diese Möglichkeit ist die Quest, ne? Okay, müssen wir erstmal schauen, müssen wir warten, okay. Okay,
Okay, eine Runde bitte halten. Ich will gar nicht wissen, was ich antworten soll. Ja, ich konnte gerade lesen. Wir können nicht mehr. Ich weiß nicht, sie versucht ihr Augenblick zurückzugewinnen. Wobei. Ich antworte es am besten. Den Kristall wollen wir nicht viel geben. Ach, meine Güte. Was sagt ihr am besten? Muss bei mich ein bisschen durchlesen. Okay. Zurück im Flotter, die Quest endet hier und jetzt kommt drauf, wenn man letztlich auch gesagt. Und dann noch, sobald ihr den Kristall vorgibt, ihr keine Belohnung für die Mühe. Gebt ihr das Teil, erhaltet ihr keine schlechte Bezahlung. Und doch eigentlich schon eine schlechte Bezahlung. Nicht. Ich glaube, wir erhalten das Ding erstmal. Ich denke, sie ist tot, so. Sie hat sich auf jeden Fall dort versteckt, wo eure Männer sagten. Aber ich war zu spät. Glücklicherweise oder nicht, kann ich nicht sagen. Im Versteck hat es gebrannt. Wahrscheinlich ist Philippa in den Flammen gestorben. Ein passendes Ende für eine Hexe. Und? Hast du Beweise? Ich habe diesen Kristall. Den wollen wir behalten. Nein, aber ihr habt mein Wort. Dein Wort. Du gibst mir dein Wort? Tut mir leid, aber Eilhard selbst hat mich gelehrt, niemandem zu trauen, besonders nicht seinem Wort. Es ist alles gesagt. Lebe wohl. Aber gut, jetzt haben wir jetzt den Kristall. Weißt du? Quest abgeschlossen. 2 Erfahrungspunkte erhalten, nice. Hat sich richtig gelohnt, die Quest. Richtig. 2 Erfahrungspunkte. Also das ist echt lächerlich. Man sollte auch wenigstens für die Quest noch die normale, das sollte eine feste XP zu geben. So, natürlicher Plan geht immer noch gut. So, haben wir dann irgendwas anderes jetzt gehabt hier? Die meistgesuchte Vorräder ist okay. Es ist egal, wie das Ding ausgeht im Grunde. Gut. So, hier sagt ihr mir sogar was drüber in dem Haus dann hier, okay. Oh. Irgendwie ist in Oxford nicht wirklich was los, ne? Allerdings waren wir auch noch nie hier gewesen, in dem Bereich. Ich weiß gar nicht, ob wir da hinkommen. Wir haben uns hier mal richtig umgeguckt. Ich weiß es gerade gar nicht. Das ewige Feuer wird unsere Sünden ausbrennen. Ja. Das ewige Feuer, mein Arschloch. War hier schon? War das da, ne? Ja, da geht's da lang. Okay. Ich laufe einfach mal hier lang. Da haben wir, glaube ich, jetzt alle interessanten Orten die Wachstumbotten gemacht, ne, so. Ist eigentlich ganz okay, ist eigentlich ganz gut. Biere und Heimatland. Biere und Windpocken. Also wäre hier eigentlich so ein Schmied oder so, ne? Okay. Aha. Dass das schluten kann, okay. Nix. War ich hier schon gewesen? Das ist noch ein Keller, okay. Wie geht's raus? Ist das. Ne, ist nicht das, wo wir Tamara gefunden haben, oder? Ah, hier ist doch der Keller, ja, okay, machen wir das schon mal. Da kommen wir den Keller in Ochsenfurt gesucht gehabt. Und guck mal, jetzt können wir. Hier hin und hier war ja Huren, sonst Männer, ne? Lol, hätten wir das mal vorher gewusst. Wäre sie hier voll friedlich reingekonnt? Haben wir es hier voll reinsneaken können oder was? Oh. Haben wir es voll einfach reinsneaken können schon mal? Ohne irgendwelche Probleme.
Okay, gut. Ich wollte aber eigentlich wieder nach da oben. Du wirst ersticken. Und du wirst ersticken an meiner Klinge. Ein bisschen weniger hart. Wir laufen einfach hier lang. So. Ah, hier ist die Brücke, die ich gesucht habe. Hier ist auch noch irgendwie was. Remember? So, was haben wir denn hier? Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Was haben wir denn hier? Ein Kloster? Hier darf ich nicht weiter, scheinbar. Mach so weiter, dann knack ich dir nicht. Aufgrund der anhaltenden Feindseligkeit wurden alle Fakultäten und Abteilungen der Chemie von Zoxenforts geschlossen. Alle Rechte der Institute wurden aufgehoben. Die Studenten werden hiermit als Mitglied der redanischen Armee, mit Ausnahme der Philosophen, deren körperlichen Zustand sie für jegliche praktische Tätigkeit ungeeignet macht, der Mediziner und Kräuterhändler, die sich umgehend mit Feldlazarett zu melden haben. Rang der Bekönig gerade mit. Okay. Hier sollen die ganzen Bücher wahrscheinlich verbrannt werden. Ich glaube, hier geht's aber auch nochmal hin. Wenn ich nicht täusche. Muss ich sagen, aber gut, dann wissen wir wenigstens, wo wir jetzt hier stehen. Wir machen mit den Hexen kurzen Prozess. Und dann bist du dran. Ja, für dich brauchst du immer mit dem Hexen kurz Prozess. Es gibt noch mehr Monster. Ui! Sorry, ich muss das einfach machen. Schau, wie viele Leute hier einfach sind. Sind wir uns nicht schon begegnet? In Loch Moin vielleicht? Vielleicht. Ja, ich dachte, da wäre jetzt vielleicht noch eine kleine Nebenquest oder so. Erinnert sich ein bisschen an den London-Budget, ne? Vielleicht. Lauft ihr denn alle hin? Hör auf zu klotzen. Du verhext uns noch die Arbeit. Ritter aus den Märchen. Wenn du wisst, was sie hier macht. Was ist denn hier so? Ach, ihr geht einfach nur hier unten lang und dann hier hoch, oder was? Warum das lange Gesicht? Ah. Hast du dich reingeschissen? Hier war er, oder? Wir bedienen uns mal, ne? Wenn wir uns bedienen dürfen, bedienen wir uns mal. Ich bin jetzt herzlich eingeladen. Okay, dann können wir von dem Haus rein können und uns ein bisschen bedienen dürfen. Okay, cool. So, hallo. Je schneller unsere Jungs die Schwarzen schlagen, desto schneller sind sie. Zu Rum und Abendbrot sag ich nie nein. Das war ein schlimmer Keuschuss. Nee, will ich mir jetzt mal als Gemet. So, was machen wir denn als nächstes? Machen wir jetzt den tödlichen Plan, ne? Ja. Töten wir einen König. Uff. Yeah. So. Eieieiei. Das kann ja nicht gut ausgehen, glaube ich, oder? Jetzt habe ich aber Appetit gekriegt. Oh, sie hat Appetit gekriegt. Ach, wir müssen mit ihr, wir müssen ins Bordell gehen. Achso. Okay. Interessant, interessant. Wir sollen ins Bordell gehen. Also, was soll's sein? Bist du ein Succubus? Bei mir juckt was. Willst du mal kratzen? Hey, hi. Ich würde dir einen Rabatt wegen deiner Heldentaten geben, aber Madame, du verstehst? Natürlich. Madame ist übrigens nicht hier. So, wen haben wir noch hier oben? Was für ein Lächeln. Wie eine offene Wunde. Er soll jede Menge Münzen bekommen haben, weil er geholfen hat, den Zauberer zu fangen. Den er bei der Tempelwache angezeigt hat. Tut mir leid, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. So, hier. Ja, hier war ja der Mord gewesen. Die haben sich mit der Leiche weggeräumt. Wie viele Wochen? Die sind ja die ganze Zeit, sind ja Wochen vergangen, aber. Und der Irre, der durch die Stadt rennt und Bettler und Prostituierte ausweist, das ist zweifellos eine von Menges Ideen. Wir haben uns um alles schon gekümmert, hier, Leute. Was ist denn los? Du hintrittst, gefalle ich dir? Jetzt siehst du dein Essen nicht mehr. Na gut, gehen wir mal hier weiter. Der Sensenmann kommt mich holen. So, süß, ja, okay. Geralt, sei gegrüßt. Komm schon, Süßer, keine Scheu. Ja,
Tut mir leid, ich bin hier, um... Sprich leise. Ich weiß genau, warum du hier bist. Sie warten. Bitte hier entlang. Hier entlang, nach oben. Oh, eine geheime Treppe. Genau zu dir eben. Oh, sie geht jetzt einfach. Wölfchen. Deswegen ist jetzt da. Ja, ich würde gerne kaufen. Danke. So, wir haben ganz viel Zeug. Haben wir noch was anderes verkaufen können? Die kann man einfach verkaufen? Oh. Ja, diese komischen Handschuhe, Alter, ja, 3000 Geld. What? Ja, die Flasche behalten wir mal. Wo müssen wir noch lesen, oder was? Oder nicht? Ne, haben wir schon gelesen, okay. So, so. Haben wir das Buch bei ihr nicht verkauft? Alles andere nimmt sie, weißt du, aber das Buch nicht. Komisch. Springseil. Cool. Ein einziges Springseil bis jetzt gefunden. So ein Tier. Schade. Können wir uns mal richtig schön bereichern dann hier. Aber jetzt müssen wir Saft haben, ein bisschen Fleisch haben. Jetzt mal die Teigtaschen probieren. So, ach komm, hier jetzt bestimmt ein bisschen was aus. Paprika. Und das ist Paprika. Okay. Dann mal Paprika und so ein bisschen Brot. Bier wird es bestimmt ganz viel. Ne, so hier, guck da, zack, zack. Zack. Dann kann man das komplett verkaufen. So. Haben wir so ein bisschen ja bereichern können. Aber noch ein bisschen. Schade, vielleicht nicht mehr. Na gut. Also bis dann. Bis denn, ne? Dann gehen wir mal. Ein Bandit. Hexer. Jaho, der Boss wartet schon. Ja. Was ist mal hier hin? Die Jungs von der Wache sind schon auf der Schlachtbank. Zack, das war alles. Ein Scheiterhaufen. Oh, schade. Und vielleicht vier Teilen. So. Das ist mir eh ganz gleich. Hör jetzt auf zu plappern. Er soll jede Menge bekommen haben, weil er geholfen hat, den Zauberer zu fangen. Geralt, da bist du ja. Gut. Du hättest einen einsameren Ort für die Planung eines Mordanschlags aussuchen können. Alle denken drüber nach und viele würden es tun. Wir brauchen keine Angst zu haben. Außerdem hat dieser Ort eine gewisse Tradition. Ist vielleicht sogar legendär. Falka hat hier ihren Aufstand geplant. Und auch König Fridaks Ermordung. Vergleichst du dich etwa mit Falka? Soweit ich mich erinnere, gibt es in Redanien kaum jemanden mit einem blutigeren Ruf. Ihre Rebellion hat den Lauf der Geschichte verändert. Das haben wir gemeinsam. Was das Blutvergießen angeht, wollen wir nur Radovid tot sehen. Es freut mich, dass du mitmachst. Ich war mir nicht sicher, ob du auftauchen würdest. Ich habe deine Einladung erhalten und bin gekommen. Das ist alles. Kommen wir zum Geschäft. Meinen Mitstreiter dürftest du bereits kennen. Ross, du hier? Ehemalige Spione. Wir haben einen Verein gegründet. Du hast mal einen König beschützt. Willst du jetzt einen anderen ermorden? Ich bin nicht stolz darauf, aber in meinen Augen gibt es keine andere Lösung. Radovid hat zu oft nur seine eigenen Interessen durchgesetzt. Als Kedven um Hilfe bat, ist er einmarschiert. Als ich ihn darum bat, Vysima zu helfen, hat er mich wieder fortgeschickt. Der Krieg ist beinahe vorüber. Die Entscheidung naht. Wir müssen schnell handeln. Ich mache mir nichts vor. Nur ein toter Radovid bedeutet ein freies Temerien. Wie soll das gehen? Radovid ist doch Temeriens Verbündeter. Nur solange meine Kämpfer tun, was er verlangt, seine Truppen zu unterstützen.
Wenn er den Krieg gewinnt, wird er die ehemaligen Grenzen ignorieren. Er wird sie nicht wiederherstellen. Er träumt von einem Reich des Nordens. Solange er lebt, wird es kein freies Temerien geben. Aber wir wollen dich nicht mit politischem Geschwätz langweilen. Radovid ist eine Bedrohung für Triss und Yennefer. Vergiss das nicht. Das sollte deine größte Sorge sein. Na gut, was willst du von mir? Einer unserer Leute hat sich mit einem Informanten getroffen. Er ist nicht zurückgekehrt, aber der Plan hängt davon ab, was er in Erfahrung bringen konnte. Wir müssen ihn finden. Und du bist der beste Spürhund weit und breit. Spürhund, hm? So, so. Kannst du mir noch mehr sagen, wo dieser Mann zuletzt gesehen wurde, zum Beispiel? Er gibt sich als fahrender Schuster aus. Er sollte den Ponta überqueren. Das hat er wohl beim redanischen Grenzposten getan. Wir haben einen Mann dort, der sicher mehr weiß. Er nennt sich Gregor. Ihr habt einen redanischen Soldaten in eure Pläne zur Ermordung des redanischen Königs eingeweiht? Siehst du, es gibt sogar Redanier, die mit Radovids Politik nicht einverstanden sind. Und wenn einfache Soldaten merken, dass etwas nicht stimmt, dann ist es Zeit zu handeln. Gut, ich rede mit Gregor. Danke. Und lenk nicht zu viel Aufmerksamkeit auf dich, wenn's geht. Denk daran, dieser Einsatz entscheidet die Zukunft. Die Zukunft Temeriens und des Nordens. Ich weiß. Ich versuch's nicht zu vermassen. Bis dann. Wir zählen auf dich, Geralt. Hat dich jemand reinkommen sehen? Ich würde dir niemand ja, außer Madame Serenity und deinem Lakai. Aber auf der Straße, meine ich. Verstehst? Niemand. Lassen dich deine Nerven im Stich? Ich bin nicht nervös. Nur vorsichtig. Solltest du auch sein. Ich weiß. Und ich bin es. Bin eine Weile durch die Straßen geschlendert, um Verfolger abzuschütteln. Ich bin genauso lange Spion wie du. Du brauchst mir keine Lektionen zu erteilen. Zack, 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 Königin. Es ist schön, mit dir zu plaudern. Danke, Geralt, dass du dich bereit aber erklärst, hast du nicht Geralt. Was zu tun? Je schneller du fertig bist, desto besser. Ja, ja, lass mich das mal looten und so, meine Güte. Ich muss erstmal hier. Uiuiui. Prunkvoller ging's nicht mehr, ne? Nee, nee, nee. Nutten und das Latterleben, das liebt er wohl, ey. Junge, Junge, Junge. Ich hasse ihn nicht wegen der Zauberin an. Scheinbar läuft ja was zwischen den beiden. Stiefel, den Fuß habe ich erst nach dem Triss-Ding bekommen, ne? Also die vielleicht doch noch mal später bekommen? Hm. Vielleicht. Hm. Wie müssen damit aushebeln können? Vielleicht. Ich habe jetzt in den Guide, wo ich geguckt hatte, nicht die Option gar nicht gesehen gehabt. Vielleicht geht es einfach gar nicht. Hm. Gut, dann haben wir nicht alles. So, tut mir leid, ich muss mal hier durch. Okay, das ist einer von euch beiden gewesen. Hab ich mir Gedanken gemacht. Ja, ein bisschen schickes Zimmer hier. Er soll jede Menge Münzen bekommen haben, weil er geholfen hat. War es das wert, den Knirps zu diesem Arzt zu bringen? Was wird sie sagen? Götter! Was redet ihr hier? Der Sensenmann kommt mich holen. Ach, cool. Es führen wohl ab. Gerne auch mal zu dir. Also, guck ich mal den ganzen Stuff, den ich bei dir geklaut habe, ne? Zack. So, so. Ja, das ist nochmal ums Wort geholt von, ne? Zack, zack, zack. Also, dass jetzt der Kristall einfach nur ein normales Objekt ist, finde ich ein bisschen komisch. Also bis dahin. Hätten wir den vielleicht doch früher brauchen können noch? Eine andere Mission? Hm. Hätte ich den vielleicht benutzen sollen irgendwo? Ich da was übersehen in der Höhle vielleicht?
als 1000 Gläubige gut ist. Ja, können wir den Kristall abgeben. Ne? Haltet also Augen und Ohren offen. Ja, wow. Wir haben den Kristall abgeben können. Noch ein. 900, oh mein Gott, das sind ja zu viele Meter. Deswegen gehen wir einfach mal. Und ist so ideal hier gelegen. Dann gehen wir nochmal zurück und reisen einfach. So. Verzeihung. Verzeihung. Ich habe dich gesehen, weil er. Alles gut, Mate? Warst du so authentisch? Ich hoffe doch. So. War die komische Burg, ne? Mit den, nee. Komische Burg war da. Ach, hier war das. Die Grenze, ne? Von den Soldaten. Hallo? Oh, die sollte ein Haar. Ist das einfach nur so ein Dorf hier gewesen, ne? Stimmt. Also konnte ich ja gar nicht klären, weil hier mal Soldaten rumliefen, ne? Ich bin ein Hexer! Ha-ja! Nee, bist du nicht. Bitte mach dich nicht über meinen Berufsstand lustig, ja? Junge. Ich bin ein harter, ernstzunehmender Kämpfer. Und Liebhaber. Jede Frau wurde von mir bis jetzt beglückt, die wollte. So. Ganz schön viele Krähen. Ich sag, hier ist ein Unhold unterwegs. Ey, krass, wie viele Krähen hier einfach sind. Hier wäre noch eine Monsterhöhle gewesen, okay. Hier Wölfe. Nee, bin weg. Tschüss. Schönes Wasser vielleicht, Schatz? Nee. Leider nicht. Schade. Yo ho, was geht ab, Grog? Meine Blumen. Dann quatschen wir mit dir. Ich suche Gregor. Du hast ihn gefunden. Wer bist du? Geralt von Riva. Dijkstra schickt mich. Ich habe dich erwartet. Gehen wir eine Runde. Du hast deinen Wachposten aber hübsch dekoriert. Auf Befehl unseres barmherzigen und gnädigen Herrschers, des guten Königs. Was haben sie verbrochen? Der Rechte ist ein Weideler aus einem Dorf in der Nähe. Hat jemandem den falschen Rat gegeben. Die Freunde des Mannes haben ihn verraten. Und der Links wurde von seinem Nachbarn in dessen Groll der Hexerei bezichtigt. Nur Menschen, die sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Nicht Radovids Fehler. Und wer macht die Gesetze, durch die Leute für solche Verbrechen gehängt werden? Du scheinst keinen Respekt mehr vor dem König zu haben. Warum dienst du ihm dann? Was soll ich denn machen? Ich bin ein Redania. Ich desertiere doch nicht. Außerdem bin ich schon seit Visimir in der Armee. Er war ein guter König, weise und gerecht. Radovid ist anders. Er hat nur Krieg im Kopf. Und ich will nicht, dass Redanien auch so aussieht. Reden wir. Ich nehme an, du weißt, warum ich hier bin? Es geht wohl um unseren Freund, den Schuster. Er ist auf dem Weg nach draußen hier durchgekommen, ist noch nicht wieder zurück. Gestern hat eine Patrouille einen verlassenen Karren abseits der Straße gesehen. Ich wollte nachsehen, ob es seiner ist, aber ich konnte hier nicht weg. Danke. Darauf lässt sich aufbauen. Leb wohl. Warte. Hast du einen Passierschein? Ohne kommst du nicht wieder zurück. Ja, ich habe einen. Gut. Viel Glück. Danke. Klar, mir Passierschein. So. Sollen Sie sich mit dem Schiff fahren? Nein, eigentlich nicht, ne? Sind wir jetzt mit dem Schiff hingekommen oder was? Schreit lustig, wie? Alle. Ach, hier waren wir noch gar nicht gewesen, ne? Was haben wir denn hier?
Eine krasse Ihre Schätze. Und Heimatland. Ihre und Pikachu. So. Ja, habt ihr für den nervigen Bogenschütze? Was zum Teufel? So. Ich würde mich ja gerne an dem ganzen Zeug bedienen. Na, macht da keiner was? Kriech wieder unter deinen Stein. Ja, ein bisschen Chemiepulver. Wollen wir jetzt nicht keinen Krieg riskieren, oder? Und das bisschen. Jetzt sage ich so wie eine fette Kiste. Ich mich ja dazu verleiten lassen, ne? Ist auch noch was? Den da nicht auf die aus den Augen. Okay. Danke. Danke, der Herr. Nett, dass Sie mit mir geredet haben. Bin ich traurig, aber gut. Redanien! Redanien! Deinesgleichen steckt eine. Oh, come on. Das wirst du nicht hinkriegen. Oh, was für Leute hier heute sind. Weil sie die Herrin nicht respektieren. Aua! Nede? Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Mama sagt, wenn ich brauche, dann schickst du mir. Ich bin nicht im Fahrrad. Okay. Zack, zack, zack. Hier ist der Ort, wo wir dann ja eine Quest angenommen hat mit den komischen Trollen und so da, glaube ich, ne? Und er war es nicht, ne, er nicht. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, hier war, oder? Hier war er, glaube ich, genau. Hier war der Typ, der mir dann einfach den Pastierschein da gemacht hat. Glaube ich, abzocken wollte mit. Na gut, so, wir schauen mal. Binde den Wagen. Der Trich müsste eigentlich alles relativ gut sein hier. Aber halt eben, Der Karren sieht intakt aus, seltsam. Weil wir halt eben schon alles gemacht haben hier in der Gegend. Vielleicht finde ich ja was. Ach so. Tja, ganz schön, ne? Kampfspuren. Jemand wurde niedergeschlagen und davongeschleift. Oh, Moment.